Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirbellosen Paradies TV. Ja, heute mal ein kleines Video bei den Phasmiden. Mini-Silocus caproilus heißt diese Stabschreckenart, kommt von den Philippinen, frisst Brombeere, Himbeere, Rosengewächse, also wieder ein Rosengewächsfresser. Die Weibchen werden 10 bis 12 cm, die Männchen 8 bis 10 cm. Und ja, die Temperatur sollte am Tag zwischen 24 und 28 Grad liegen. Wenn wir so 25 einpendeln können, sind wir wieder gut dabei. Täglich einmal sprühen. Die Tiere brauchen 70 bis 80% Luftfeuchtigkeit. Natürlich aufpassen, dass der Boden nicht versumpft. Und das Terrarium braucht eben eine sehr gute Lüftung, denn diese Tiere mögen absolut keine Staunässe. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass ich die Tierchen mal ein bisschen hier in Bewegung kriege. Ganz wichtig ist, wenn ihr mit Stabschrecken hantieren wollt, bitte niemals hier vorne an die Beine packen oder hier hinten, sondern wirklich immer hier diesen Zwischengriff zwischen den Beinpaaren. Da kann man ganz so gut anpacken. Als wenn ihr ein Pack Selta kauft, so ein 6er Pack Selta, da ist oben auch die Lasche in der Mitte und da kann am wenigsten passieren. Ne? Also eine wirklich tolle Stabschreckenart. Ja, das Weibchen hier ist voll Eier, deswegen hängt die so ein bisschen auf 7:30. Dennoch echt schönes Tier. Auch diese Färbung finde ich klasse, dieses Braun mit diesem Beigen. Also wirklich, wirklich eine tolle Art. Wie ich finde, das Männchen ist so, ja, eigentlich komplett braun, oh, und ahmt wirklich einen Ast, der, ja, nie in Bewegung ist. Der fällt so um, der lässt sich auch nicht irgendwie locken, dass er mal loskrabbelt oder so. Also auch ganz wichtig. Ah, jetzt kommt er mal in Fahrt. Also wirklich, wirklich tolle Art. Das sind beides adulte Tiere. Das Weibchen, das etwas fülligere Tier, sage ich jetzt mal. Und das Männchen, das sportlich schlanke, adrette Wesen. Ja, meistens nur in der Natur so. Bei uns Menschen ist es meist andersrum. Da sind die Frauen die schlanken und adretten und die Männer sitzen auf der Couch mit dem Bierbauch. So ungerecht kann ab und zu die Natur sein. Aber nichtsdestotrotz sollten mal alle zufrieden sein. Ja. Kurze kleine Videovorstellung heute. Also, das war's von mir. Heute ein kurzes kleines Haltungsvideo zu dieser tollen Stabschreckenart. Ich habe sie wirklich auch noch nicht so häufig gesehen. Die indische Stabheuschrecke oder die rosa geflügelte Stabschrecke, die sieht man ja, oh, sieht man ja sehr, sehr häufig. Aber so eine grazilen Tiere. Oh, Kollege, jetzt musst du aber auch mal mitmachen und dich hier irgendwo festhalten. So. Also eine wirklich tolle Art. Mir gefällt sie sehr gut. Ich hoffe, von euch findet diese Art jemand auch schön. Also wie gesagt, mal was anderes, nicht dieses Grüne, mal was Braunes und wirklich urig. Wirklich, wirklich schön. Ja, das war's von mir heute am Freitag. Mit morgen, mit diesem Video für Samstag, werde ich mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich versuche alles. Aber ihr wisst, ich bin im Vorbereitungsstress für die Börse am Sonntag. Ich muss noch so viel ausdrucken, Schachteln fertig machen, Tiere beschriften, also wirklich noch Geschlechtsbestimmung machen. Ich versuche auf jeden Fall für Samstag nochmal ein Video irgendwie zwischendurch zu machen. Vielleicht zeige ich euch einfach mal ein Video, wie ich mich vorbereite auf eine Börse oder sowas, wenn ihr da Bock drauf habt. Lasst es in den Kommis da, wenn ich vielleicht mal so einen kurzen Einblick machen soll, wie ich mich auf eine Börse vorbereite. Und ja, dann sehen wir uns entweder morgen wieder oder eben nächste Woche. Ich bedanke mich, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Vergesst nicht, alle, die Langeweile haben, kommt am Sonntag zur Börse. Und ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Und bis dann. Ciao.